Ich werde dieses Video oft in doppelter Abspielgeschwindigkeit laufen lassen, damit es nicht zu langweilig wird. Man kann über die schönen Straßen hier im Goms wunderbar die Gegend genießen. Nicht wundern, es gibt immer schnellere.
Achtet beim Anschauen des Videos nicht auf den Fahrer, sondern konzentriert euch einfach auf die Gegend. Ich hätte größeren Abstand zu dem vorausfahrenden Roller nehmen sollen, dann wäre das nicht so unangenehm, wenn man sich auf diesen vor mir fahrenden Roller konzentriert. Ich kann leider den Günther mit seinem Moped nicht wegzaubern. Es irritiert etwas, wenn man den Fahrer so schnell in der Gegend herumrasen sieht. Ich versuche bei diesem Video so wenig wie möglich rauszuschneiden aus der Fahrt. Selbst entgegenkommende Motorradfahrer grüßen ab und an, bis sie feststellen, dass wir auf einem Roller fahren. Dann wird oft ganz schnell die Hand weggenommen. Das Wetter ist wunderbar, Temperaturen so um die 25 Grad. Besser kann es gar nicht sein.
eine schöne Fotokulisse. Es geht weiter mit unserer Tour. Es ist ja heute noch recht lange. Ihr glaubt es nicht. Radfahrer, die mit fast 80 Stundenkilometer den Berg runter rasen. Denkt aber bitte immer an die doppelte Abspielgeschwindigkeit.
auf dieser Strecke mit vierfacher Abspielgeschwindigkeit. Das Kopfsteinpflaster der Tremola ist natürlich für die Forza etwas unruhig. Man kann es auch schön an dem Wackeln des Rollers sehen. Hier schneide ich ein ganzes Stück des Videos zur Passhöhe heraus. Wir erreichen die Gotthard-Passhöhe. Rechts kommt man von der Tremola hier oben an. Auf der anderen Seite des Gotthard
fahren wir in Richtung Andermatt und Teufelsbrücke. Auch hier werde ich wieder einen Großteil der Strecke abschneiden, weil es doch recht langweilig ist. Hier wieder schnelle Abspielgeschwindigkeit. Die historische Pferdekutsche aus Andermatt zum Anschauen. Eine schön ausgebaute Straße von Hospenthal nach Andermatt. Eine wirklich schöne Innenstadt. Weiter geht es zur Teufelsbrücke. Ab hier vierfache Abspielgeschwindigkeit bis zum nächsten Schnitt.
Hier rechts ab zum Furka-Pass. Immer noch zweifache Abspielgeschwindigkeit. Ich versuche mit dieser hohen Abspielgeschwindigkeit dem Zuschauer ein Bild davon zu geben, wie die Fahrt zum Beispiel jetzt zum Furka aussieht. Auch hier, es gibt immer schnellere. Das waren zwei wirklich schnelle Motorräder. Unsere Geschwindigkeit liegt so bei 80 Stundenkilometer.
Wir haben uns möglichst an die vorgegebene Geschwindigkeit hier in der Schweiz gehalten. Blick auf die Furka-Abfahrt und rechts hinauf zum Gremsel. In Kletsch teilen sich die beiden Passstraßen. Noch ein Rundumblick von der Passstraße über unsere beiden Forza 350 zum Hotel und weiter über den Parkplatz zu dem angeschlossenen Restaurant. Es geht weiter über die Furka Passstraße Abfahrt in Richtung Kletsch.
Hier kann sich der Zuschauer ein Bild von machen, wie man doch wunderbar diese Passabfahrten genießen kann. Hallo Videofreunde, hier endet der Film und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, bitte in die Kommentare. Ich verbleibe hiermit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.